Buches Freundschaftsbande, griechisch-serbische Gesichts- und Gegenwartsdeutungen vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege 1991 bis 1999 mit der Autorin des Buches, Ruza Fotiadis, und mit dem Mitherausgeber der Wallstein-Reihe Moderne europäische Geschichte, Stefan Tröbst. Mein Name ist Adamantios Kodos und ich werde das Gespräch moderieren. Bevor wir zur Vorstellung übergehen, würde ich noch sehr gern die Teilnehmerin und die Teilnehmer sehr kurz vorstellen. Ruza Fotiadis, die Autorin des heute vorzustellenden Buches, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für südosteuropäische Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hat ost- und südosteuropäische Geschichte sowie Serbistik und Kroatistik in Berlin, Zagreb und Thessaloniki studiert. Vielleicht im heutigen Kontext noch wichtig zu erwähnen, dass Ruza von 2011 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa war, das auch die heutige Veranstaltung im Rahmen von Leipzig liest extra organisiert. Stefan Tröbst ist emeritierter Professor für die Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Universität Leipzig und, wie ich schon erwähnt habe, Mitherausgeber der Reihe Moderne europäische Geschichte, in der das Buch von Ruza Fotiadis vor kurzem, ich glaube im Februar oder im März, erschienen ist. Herr Tröbst war von 1999 bis April 2021, als er in den Ruhestand getreten ist, stellvertretender Direktor des bereits genannten Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, kurzum GWZO. Ich selbst bin von Haus aus Südosteuropa-Historiker, Privatdozent für European Studies an der Universität Leipzig und wissenschaftlicher Referent am GWZO. So viel zu den wichtigsten Angaben zu den Personen, die heute diese Buchvorstellung spielen werden. Und dann, Rosa, würde ich gleich dir das Wort übergeben, um uns dein Buch kurz vorzustellen. Wunderbar. Vielen Dank, Adam, vielen Dank, Herr Tröbst, und auch einen herzlichen Dank an das GWZO für diese Veranstaltung und an alle im Publikum, dass sie sich Zeit genommen haben, heute dieser Buchvorstellung beizuwohnen. Mein Buch handelt von der sogenannten griechisch-serbischen Freundschaft, also jener Vorstellung einer besonderen historischen Verbundenheit zwischen Serben und Griechen. Und zur Veranschaulichung dieser Verbundenheit möchte ich Sie kurz auf eine Veranstaltung mitnehmen, die sich im Juni 1993 in Athen zugetragen hat. Der Anführer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, reiste nämlich im Juni 1993 auf Einladung der griechisch-orthodoxen Kirche in die griechische Hauptstadt. Die dortige Presse berichtete überschwänglich über die warm lächelnden Gesichter, das Händeschütteln mit Unbekannten und die Blumen, mit denen er von allen Seiten begrüßt wurde. Und auch den herzlichen Empfang durch die Staats- und Kirchenführung. Den Höhepunkt seines Kurzaufenthaltes bildete aber zweifelsohne die Abendveranstaltung, die ihm zu Ehren und als Zeichen der Solidarität mit den Serben am 14. Juni 1993 organisiert worden war. Und in diesem Rahmen sagte er in Anwesenheit mehrerer hundert Zuschauer Folgendes, Zitat: Alle sagen uns, wir sollen die Waffen niederstrecken, weil wir allein sind. Wir sagen nein, wir sind nicht allein. Wir haben mit uns Gott und die Griechen. Und er äußerte dies wohlgemerkt im Stadion des Friedens und der Freundschaft von Piräus
zu einem Zeitpunkt, als Sarajevo über ein Jahr von seinen Truppen eingekesselt war und er als persona non grata in Westeuropa galt. Diese Episode und der Ausspruch "Mit uns Gott und die Griechen", der bald zur Redewendung avancieren sollte, stehen sinnbildlich für die griechisch-serbische Freundschaft, die vor allem mit der Glaubensbrüderschaft in der Orthodoxie und der Waffenbrüderschaft in verschiedenen Kriegen begründet wurde. Sie fand weite Verbreitung in Griechenland und Serbien während der 1990er Jahre, vor allem aber in der griechischen Öffentlichkeit. Dies zeigte sich nicht nur in der Berichterstattung über die Jugoslawienkriege, in der Kroaten, bosnische Muslime und Kosovo-Albaner überwiegend als Täter, Serben hingegen als Opfer und Widerstandskämpfer dargestellt wurden, sondern auch im großen zivilgesellschaftlichen Engagement in Form humanitärer Hilfe und verschiedener Benefizveranstaltungen, wie auch der eben erwähnten, sowie der Nähe Athens zum Milosevic-Regime und den bosnischen Serben. Diese Rolle Griechenlands in den Jugoslawienkriegen und vor allem auch die Konfrontationspolitik im Namensstreit mit Mazedonien brachte dem Land internationale Kritik ein und führte letztendlich zur immer stärkeren Entfremdung von seinen westlichen Bündnispartnern bis hin zur Isolation Mitte der 1990er Jahre. Im Rückblick nun auf die 1990er Jahre stellt diese Freundschaft ein kontroverses Thema dar. Sie wird entweder als natürliche und historisch begründete Schicksalsgemeinschaft bewertet oder aber als nationalistische Rhetorik und populistischer Diskurs ohne Inhalt abgetan. Ich denke, es steckt mehr dahinter und habe deshalb in meinem Buch versucht, Freundschaft als Zugang zur Erforschung einer verflochtenen griechisch-serbischen Geschichte zu nutzen, in der sich verschiedene Perspektiven verschränken und Platz finden. Außenpolitische Diskurse, öffentliche Meinungsbilder, zivilgesellschaftliche Initiativen, individuelle Erfahrungen und über 150 Jahre griechisch-serbischer Beziehungen. Und gerade in dieser historischen Perspektive wird deutlich, dass spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Freundschaft als Begriff in der griechischen Öffentlichkeit kursierte, aber erst mit dem Ende des Kalten Kriegs und dem Ausbruch der Jugoslawienkriege jenes mobilisierende Zugehörigkeitsgefühl entstand. Und das als Antwort auf eine Phase grundlegenden gesellschaftlichen Umbruchs, wirtschaftlicher Krise und des Verlustes alter Ordnungen und Gewissheiten. Es versprach Sinnstiftung und Stabilität, das jedoch zu Lasten Dritter, indem historische Bedrohungsvorstellungen heraufbeschworen und zu angeblich realistischen Schreckensszenarien ausgestaltet wurden. Das sieht man besonders in der Kriegsgeometrie, also zu jener Zeit war oft die Rede von islamischen Bögen, die Griechenland und Serbien bedrohten, und orthodoxen Achsen, die man als Widerstand aufbauen müsste. Und andererseits wurden in dieser Zeit Griechen und Serben als Spielball westlicher Großmachtinteressen dargestellt. Mit dieser Doppeldeutigkeit spiele ich auch im Titel meines Buches Freundschaftsbande. Zum einen bezeichnet Bande als Plural von Band sowohl etwas Verbindendes, Verknüpfendes, als auch das Festbindende, die Fessel. Bande wiederum im Singular meinte ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die sich hinter einer gemeinsamen Fahne versammelte. Im Laufe der Zeit erhielt der Begriff eine abwertende Bedeutung im Sinne eines Zusammenschlusses zu einem schlimmen Zweck und wird oftmals mit Söldnern und Krieg in Verbindung gebracht. So auch auf dem Titelbild des Buches, das Sie kurz zu Beginn sehen konnten. Es zeigt, danke schön, Adam, genau, da haben wir es auch nochmal. Es zeigt einen Angehörigen der griechischen Freiwilligengarde mit griechischer und serbischer Flagge. Er gehörte zu einer ungefähr 100 Mann starken Gruppe, die auf Seiten der bosnischen Serben kämpfte und unter anderem beim Fall von Srebrenica im Sommer 1995 dabei war. Zumeist junge griechische Männer griffen damals zu den Waffen, weil sie glaubten, ihre griechische Heimat und Religion an der Seite vermeintlicher serbischer Brüder und Freunde auf den Schlachtfeldern Bosniens verteidigen zu müssen und wurden bislang nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist also etwas, das mich umgetrieben hat und das ich unter anderem in meinem Buch thematisiere. Danke, Adam.
Du bist noch stumm geschaltet. So, jetzt. Also vielen, vielen Dank, Rosa, für diese kurze Vorstellung deines Buches, das ja vor einigen Tagen, das sollte ja nicht unerwähnt bleiben, auch sehr positiv in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besprochen wurde. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und ich würde sagen, bevor wir die Runde für Fragen auch aus dem Publikum eröffnen, würde ich sehr gerne Herrn Trübs bitten, entweder die erste Frage zu stellen oder seine Meinung zum Buch zu sagen. Herr Trübs, bitte. Ja, ich würde in der Tat gerne eine Frage stellen, und zwar nach dem Spannungsverhältnis zwischen dem, was Sie beschrieben haben als serbisch-griechisches Sonderverhältnis bis hin zur Waffenbrüderschaft auf der einen Seite und einer Metapher zum griechischen Selbstbild, die, glaube ich, in der hiesigen Medienlandschaft während der Staatsschuldenkrise 2015 aufgetaucht ist, nämlich die Selbstperzeption der Griechen als bruderlosem Volk. Also daher die Frage, ja, waren die jetzt bruderlos oder hatten die eine serbische Brudernation? Ja. Dieses Motiv der Bruderlosigkeit hat mich auch umgetrieben. Und es ist also diese Vorstellung Ethnos Anathelphon. Ja, das ist etwas, das in der griechischen Öffentlichkeit und auch im Elitendiskurs sehr lange, schon seit langem kursierte und immer wieder aufgerufen wurde. Und ich denke, was hier passiert ist, ist wirklich mit dem Kontext des Kalten Krieges und der jugoslawischen Zerfallskriege zu erklären. Also auf der einen Seite haben wir diese Vorstellung in Griechenland, man ist ein bruderloses Volk, also das heißt, man hat sozusagen die Gefahr aus dem Norden seitens der Slawen, die da sind, auf der anderen Seite die Gefahr aus dem Osten seitens der Türkei und ist sozusagen allein da auf dieser Balkanhalbinsel als orthodoxe Nation. Das korrespondierte gerade also zu jener Zeit, als die Brüderlichkeit und Einigkeit Jugoslawiens zerbrach, mit dem Bruderverlust, den auch die Serben erfahren haben, nämlich dem Bruderverlust der südslawischen Brüder. Und ich denke, dass zu diesem Moment, in diesem Moment das zusammenging, dass das zusammenpasste. Ja, also griechischer Bruderlosigkeit und serbischer Bruderverlust. Vielleicht noch eine Frage aus diesem Umfeld. Sie haben ja zusätzlich zu dem Begriff, zu Ihrem Obertitel Freundschaftsbande, auch den Terminus von Freundschaftsbrüchen verwendet und haben dabei vor allem auf die diplomatische Anerkennung der Republik Mazedonien durch den Nachbarstaat Serbien im Jahr 1996 abgehoben, was offenkundig aus griechischer Sicht als Freundschaftsbruch, wenn nicht gar als Verrat gewertet wurde. Wie ist es dann aber zu erklären, dass nur 4 Jahre vorher Milosevic während einer Reise nach Athen den griechischen Partnern überraschend den Vorschlag einer Konföderation zwischen Serbien und Griechenland gemacht hat, was ja implizit bedeutete, das Territorium, was dazwischen liegt, also die Republik Mazedonien, die verschwindet dann irgendwie. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also diese Konföderationsidee von Milosevic erregt in der Tat große Aufmerksamkeit und wie Sie gerade meinten, also er hat das zum ersten Mal in einem Fernsehinterview im Juni 92 anlässlich einer Athen-Reise aufgebracht. Mitsotakis, damaliger Premierminister, lehnte das dann dankend ab. Das hinderte Milosevic nicht daran, es noch ein zweites Mal zu versuchen, nämlich bei Papandreou 94 dann. Und da gibt es eine schöne Stelle, ein Interview mit dem ihrem damaligen Außenminister, jugoslawischen Außenminister Vladislav Jovanovic, der 2017 zu dieser zweiten Konföderationsidee
berichtete, dass er mit Milosevic also auf dem Weg nach Athen im Flugzeug da saß und dieser dann meinte, ich werde den Griechen einen Konföderationsvorschlag, Angebot sozusagen machen, was Jovanovic dann versuchte, ihm irgendwie auszureden, aber ohne Erfolg. Und auch Papandreou lehnte dankend ab, obwohl er dann sagte, das sei ein avantgardistischer Vorschlag, der sehr interessant sei und den man doch weiter erörtern müsse. Ich sehe das so, ich denke, dass das im Grunde ein Spielball war für Milosevic. Also während er 1992 und 1994 mit diesem Vorschlag einer griechisch-jugoslawischen Konföderation einen Wurf sozusagen dieses Balls in Richtung Athen vortäuschte, spielte er Skopje dann 1996 mit der Anerkennung der staatlichen Unabhängigkeit unter dem konstitutiven Namen den Ball zu. Ja. Denke ich, indikativ für die zu starke Anlehnung der griechischen Politik an das Milosevic-Regime. Also das wurde wirklich sehr prominent auch in der griechischen Öffentlichkeit dann diskutiert, beide Vorschläge, die letztlich durch diese starke Anlehnung und diesen Trugschluss anhing, Milosevic stehe für Stabilität und Erhalt der staatlichen Ordnung in Jugoslawien, was er halt nicht war. Vielleicht noch eine zweite Sache in dieser ganzen Konföderationsthematik. Radovan Karadzic hat auch einen Konföderationsvorschlag, also einen ähnlichen Vorschlag gemacht, und zwar anlässlich dieses schon erwähnten Besuchs im Juni 1993. Und zwar schlug er vor, Makedonien möge doch der Bundesrepublik Jugoslawien beitreten. Das wäre das Beste für dieses kleine Land. Natürlich wurde Makedonien dazu nicht befragt, aber ich denke, hier sieht man, wie diese griechische Haltung in Bezug auf Makedonien eigentlich mit Einstellungen korrespondierte, die in rechtsnationalen Teilen der serbischen Gesellschaft schon seit Langerem kursierten und auch in Kreisen der serbisch-orthodoxen Kirche und intellektueller Kreise. Und in diesem Rahmen wurde die makedonische Frage mit dem Balkankriegen für erlöst erachtet. Man hat das Territorium aufgeteilt. Die Makedonier wurden zur künstlichen Nation erklärt und als Südserben vereinnahmt. Damit deckte sich auch die Forderung, die in Griechenland auch oft zu hören war, nach gemeinsamen Grenzen mit Jugoslawien, also mit Serbien. Das deckte sich mit der Auffassung von Nationalisten, also auf beiden Seiten. Und letztendlich, Sie haben das schon erwähnt, es geht im Grunde darum, den strittigen Namen Makedonien von der Landkarte zu streichen. Also so wie es im Grunde auch versucht wurde, während des Kalten Krieges diese Frage einfach immer im Eisschrank liegen zu lassen, nicht zu thematisieren. Ja. Okay, ich würde gern Rosa auch eine Frage stellen, bevor wir dann auch allen anderen Teilnehmern die Möglichkeit geben, an dieser Diskussion sich zu beteiligen. Ich würde auch sagen, wir übergehen diese Möglichkeit via Chat. Jeder, der gerne eine Frage stellen möchte, kann das direkt tun. Wir sind ja nicht so eine große Runde hier. In deinem Buch werden ja größtenteils Freundschaftsbekundungen detailliert beschrieben und analysiert, also während dieser sehr krisenhaften Zeit von 1991 bis 1999. Aber es gibt auch ein paar Situationen, die eher in die andere Richtung gingen. Also mich hat sehr fasziniert, ich habe das ja zum Teil auch selbst erlebt und du beschreibst das ja auch sehr schön im Buch, wie schlechte Verlierer die Griechen sind, also als es um die, ich glaube, war das die Weltmeisterschaft im Basketball? EM-Meisterschaft in Basketball 1995,
wo die Griechen oder sagen wir so die Mehrheit der griechischen Zuschauer nicht akzeptieren konnten, dass die griechische Mannschaft von der Serbischen verloren hat. Und dann wurden letztendlich auch die serbischen Gewinner dieses Turniers ausgepfiffen von den griechischen Zuschauern, obwohl auch ein Großteil der serbischen Basketballspieler zu diesem Zeitpunkt unter Vertrag standen bei griechischen Mannschaften. Und so. Also die waren keine Unbekannten jetzt, ganz im Gegenteil. Und ich habe mich dann jetzt auch gewundert, als mir das auch alles in Erinnerung kam, was sagt uns eigentlich dieses Beispiel jetzt mit Blick auf diese ganze Situation in den 90er Jahren? Ist das eigentlich ein Beispiel dafür oder ein Hinweis, dass letztendlich diese angebliche Freundschaft überhaupt nicht so tief war, dass sie letztendlich sehr oberflächlich war und wenn es dann um einen Sieg geht bei einem Basketballturnier, dann ist das vorbei mit dieser Freundschaft? Oder zeigt das eher genau das Gegenteil, dass es sogar mehr als eine Freundschaft war, also so etwas wie eine Liebe-Hass-Beziehung, also wo man dann quasi vom Partner sich verraten empfunden hat, als so nach dem Motto, wir sind diejenigen, die euch ja unterstützen und ihr, weiß ich nicht, versucht hier quasi dieses Turnier zu gewinnen mit angeblicher Hilfe von Schiedsrichtern und es war ja auch die Rede von einer serbischen Basketballmafia und so weiter. Also was sagt uns eigentlich dieses Beispiel, das ein wenig aus der Reihe tanzt? Also eher eine Bekundung der tiefen Abneigung war, das natürlich dann sehr schnell ja wieder verharmlost wurde in der griechischen und in der serbischen Öffentlichkeit. Aber ja, ich habe mich dann gewundert. Also, ja, was sagt uns das? Ja, also vielen Dank für dieses Beispiel. Ich hatte daran auch große Freude beim Schreiben, zumal dann getitelt wurde, also der griechischen Presse, ein unorthodoxer Angriff unserer orthodoxen Brüder. Also weil man hier sozusagen mit Hilfe der Schiedsrichter und so und der FIBA scheinbar gewonnen habe. Also es sagt uns auf jeden Fall, dass viele Emotionen, also die Gefühle hochkochen. Es lässt die Menschen nicht kalt, wenn es um so etwas wie Sport und besonders um Basketball geht in den 90er Jahren. Ich denke, was hier spannend ist, ist die Reaktion, die dann darauf folgte. Also auf das Auspfeifen der also damals jugoslawischen Mannschaft versammelten sich mehrere tausend Menschen in Belgrad vor der griechischen Botschaft, zündeten Autos an, verprügelten einen griechischen Studenten und skandierten halt mit Plakaten, Zypern ist türkisch. Also so richtig sozusagen Salz in die Wunde der griechischen Nationalisten streuen. Griechenland, also das offizielle Griechenland, reagierte danach mit einer großen Entschuldigungskampagne, also auch mit Titeln Isvenite, also entschuldigt auf den Titelseiten der Blätter und entsandte dann auch offizielle Regierungsvertreter dann nach Belgrad, um Entschuldigung zu bitten. Ich denke, also mir war es wichtig, diese Beispiele einzufügen. Ich habe das dann auch so benannt, der Reim sei mir entschuldigt, Basketball, Riesen, Wiesen und Devisen, so als Kapitel, das sich mit diesen Freundschaftsbrüchen, Frakturen beschäftigt, weil es natürlich immer wieder Punkte gab, wo diese vermeintliche Brüderschaft oder Freundschaft dann auf Alltagspraxis auch traf und manchmal dann noch halt auch zerbrach. Also das ist das Beispiel dieses Basketball-Matches, das ist das Beispiel definitiv auch, was der Tröbst erwähnt hat, 96 mit der Anerkennung Makedoniens. Das wurde dann in den griechischen Medien
mit einem Wortspiel bedacht, das schwer zu übersetzen ist, Maschorepsan Serviko. Also sie haben uns sozusagen sie haben uns an der Nase herumgeführt. Und ein anderes Beispiel, das ich vielleicht noch anbringen würde, was auch immer für Unmut, gerade in der serbischen Öffentlichkeit sorgte, war das Stunden, tagelange Anstehen serbischer Bürger, die ein Visum für den Urlaub in Griechenland benötigten. Ja, also es gab ja kein, es bestand ein Visumsregime bis in die 2000er Jahre zwischen Griechenland und der Bundesrepublik Jugoslawien. Und das sorgte natürlich immer wieder zur Sommerzeit, also für Wutausbrüche. Unter anderem, ich erinnere mich an eine eine Frau, die da in der Reihe stand vor der griechischen Botschaft und meinte, also das ist ja unglaublich. Also wir haben ja Griechenland aufgebaut mit unseren Devisen und wir fahren jeden Sommer hin an die Strände und nun dürfen wir da nicht hinreisen. Die Kroaten dürfen es aber, ja. Ich fahre erst recht nicht, also ich fahre nicht mehr nach Griechenland, ich fahre jetzt in die Türkei. Das sind so einige Beispiele, in denen man nochmal sehen kann, es gab Frakturen, aber sie waren jedes Mal mit einem hochkochenden Emotionen begleitet. Also sie ließen niemanden kalt. So, in der Tat, also ich glaube, insgesamt waren diese 90er Jahre sehr emotionale Jahre, würde ich die bezeichnen, also in Griechenland, auch natürlich in Serbien. Und ich würde jetzt gern auch die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum. Gibt es? Ja, Heike Witters, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Das klingt wahnsinnig spannend. Ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, das Buch von Cover zu Cover zu lesen. Aber gerade deswegen habe ich eine Frage, die mich ganz wahnsinnig interessiert. Und die schließt so ein bisschen an das Stichwort Schiedsrichter, was eben aufkam, an. Und so habe ich mich gefragt, welche Rolle internationale Organisationen in diesem ganzen Setting gespielt haben. Weil was beschrieben wurde, ist jetzt ja vielfach eine Beziehungsgeschichte zwischen zwei Brüdernationen auf der einen Seite, aber da spielten ja offensichtlich Dritte immer auch eine Rolle. Der Kalte Krieg wurde gerade erwähnt. Deswegen habe ich mich gefragt, welche Rolle spielen internationale Organisationen für dieses Setting? Okay, vielen Dank für diese Frage. Das ist etwas, das nicht im Fokus meiner Arbeit stand, das aber unglaublich wichtig ist. Vielleicht so viel dazu. Ich denke, es wird vielleicht ein bisschen klarer am Beispiel der NATO-Intervention, ja, also 1999. Wenn ich das jetzt ein bisschen öffne und sozusagen die internationale Gemeinschaft und die Weltöffentlichkeit so mit ins Boot hole, und da kann man eigentlich wirklich sehr schön sehen, wie sich diese Freundschaft, diese griechisch-serbische Freundschaft, nun zu so einer verschworenen Gemeinschaft entwickelte und etwas, das ich so Imagined Community in Anlehnung an Anderson of Underdogs bezeichnet habe. Ja, also da war dann die Rede davon, dieser Angriff auf Belgrad sei eine imperialistische Aktion unter dem Deckmantel des Humanitarismus. Man wolle hier die Serben in die Knie zwingen und wir, sozusagen wir Griechen, sind hier an der Seite unserer Brüder und wir wissen ja, was es heißt, sozusagen in die Fänge der internationalen Gemeinschaft zu kommen. Stichwort Zypern, die Teilung der Insel und so weiter. Also das ist ein Punkt, wo das eine sehr große Rolle spielte. Und vielleicht dazu noch etwas. Das ist so ein, also dieser Kosovo-Krieg und die NATO-Intervention ist eine Zeit, in der es zu einem ganz spannenden, zu einer spannenden Entwicklung in Griechenland selbst kam. Also Griechenland ist geprägt durch eine starke Kluft zwischen Rechter und Linker, also noch aus der Zeit des griechischen Bürgerkriegs, dann Junta, ja, und in dieser Ablehnung
und Verdammung der NATO-Intervention gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sieht man eigentlich, wie sich nun die extreme Rechte in Griechenland und die extreme Linke zusammenfanden, ja, in so einem gemeinsamen Narrativ der Ablehnung gegen, ja, nun den westlichen Imperialismus. Sodass man beispielsweise die Worte der Ikone der griechischen Linken, also Mikis Theodorakis, man konnte die austauschen ohne Sinnverlust oder Sinnentzehrung mit den Worten, Sinnverzerrung mit den Worten des griechischen Metropoliten Christodoulos zu jener Zeit. Also es war die Rede von den Reitern der Apokalypse, das war Theodorakis, die nun und den Schachfiguren des Satans, Christodoulos, die nun ihre Pläne hier in Jugoslawien durchführen wollen. Ja, vielleicht so viel dazu. Ja, weitere Fragen, Kommentare? Ich wollte nochmal nach dem Stellenwert der Orthodoxie im bilateralen Verhältnis fragen. Sie haben ja, ich glaube, in einer Kapitelüberschrift den Begriff der Christenbrüder verwendet, also schon wieder Brüderlichkeit. Aber als Historiker fällt mir natürlich der erbitterte Kampf zwischen der griechischen orthodoxen Kirche und der serbischen orthodoxen Kirche im osmanischen Mazedonien ein. Kampf jetzt nicht nur mit Bibel und Predigt, sondern mit Freischaren und Gefechten und Toten. Im griechischen Gedächtnis wird es ja als mazedonischer Kampf ganz stark noch heute hochgehalten. Aber die Gegner waren ja orthodoxe Slavophone. Richtig. Ja, also das ist ja einige Punkte dazu, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist richtig, also das Erste, das hat auch schon Olivera Milosavljevic, die leider schon verstorbene serbische Historikerin, in ihrem Werk zu Stereotypen serbischer Intellektueller im 19. und 20. Jahrhundert herausgestellt, dass also diese Vorstellung einer traditionellen Freundschaft und Brüderschaft zwischen Griechen und Serben ein vollkommen neues Produkt sei, also der 1990er Jahre, weil in der Tat sozusagen in historischer Sicht negativ, also durchweg negative Stereotypen gegenüber den Griechen in der serbischen Öffentlichkeit zirkulierten. Und die waren verbunden, gerade mit dieser orthodoxen Frage, also der Dominanz der Griechen und griechischsprachigen Kleriker in der orthodoxen Kirche während der osmanischen Zeit noch. Und im Grunde war ja diese serbische Emanzipationsbewegung nicht nur gegen die Osmanen gerichtet, sondern auch gegen die Griechen, also gegen die Dominanz der Griechen. Das zum einen. Dann das andere. Ich denke, was hier zusammenkommt, wenn wir uns jetzt sozusagen innerhalb der serbisch-orthodoxen Kirche bewegen, ist ein Umstand, dass gerade also in den 1980er Jahren jene Männer an die Macht kamen, die in Griechenland ausgebildet wurden. Also diese ganzen Kirchen, heutigen Kirchenführer in Serbien sind griechische Schüler. Also es sind enge Verbindungen, die da aufgebaut wurden und die da sicherlich auch dazu beigetragen haben, diese Problematik, diese Kluft zu verkleinern. Und vielleicht als letztes dazu, zu Beginn des, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, also zu Beginn dieses mazedonischen Kampfes, bildete Mazedonien sozusagen den Spreng, hatte die Sprengkraft, was diese Beziehung angeht. Aber Ende des 20. Jahrhunderts war es im Grunde der Kitt. Also es war dieses Übereinkommen zwischen serbischer und griechischer Orthodoxie,
die Autokephalie der makedonischen Kirche nicht anzuerkennen, sozusagen gemeinsam hier konform zu gehen und die Kriege in Bosnien und dann auch den Kosovo-Krieg als orthodoxe Glaubenskriege beziehungsweise Kriege gegen den westlichen Imperialismus zu deuten. Also vielleicht ganz, ganz kurz, ich hatte es eben schon erwähnt, also der Kosovo-Krieg, das war sozusagen auch auf Seiten der rechtskonservativen oder orthodoxen also Menschen aus diesem Spektrum, war das ein Krieg des Westens gegen die Orthodoxie. Ja? Der Bosnienkrieg, da konnte man besonders stark sehen, da ging es darum, gegen die vermeintliche Expansion des Islams im Balkan wieder als gemeinsamer Schutzwall hier zu agieren. Und ich denke, diese Kodierung erinnert sei an die Segnungen serbischer Puppen, also Gewehre, die da gesegnet wurden, erinnert sei an Besuche von Vertretern der griechisch-orthodoxen Kirche. Ich erinnere mich an einen, besonders also Dezember 1993 in Zvornik, ja, also wo die Vertreter der griechischen orthodoxen Kirche und der serbischen eine gemeinsame Messe feierten, einige Wochen bevor diese Stadt in Bosnien von Freischärlern des Kriegsverbrechers Arkan vertrieben und getötet wurde. Ja, also das hielt die Glaubensbrüder nicht davon ab, gemeinsam zu beten. Ich würde gerne im Anschluss an die Frage von Herrn Tröbst. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Wortmeldung von Nicole Immig. Vielleicht ich stelle kurz meine Frage und dann auch. Ich halte mich kurz. Ja, weil Herr Tröbst hat ja das Thema Orthodoxie angesprochen. Auf der anderen Seite steht aus meiner Sicht das Problem in Anführungszeichen Slavizität. Wie geht man damit um in diesem, hauptsächlich auf griechischer Seite? Also im Griechenland des 19. und 20. Jahrhunderts hat man ja sehr oft das Feindbild des Panslavismus konstruiert aus sehr unterschiedlichen Gründen. Man hat ja auch immer wieder dieses Szenario fabriziert, dass wir in Südosteuropa sozusagen am Rande stehen und wir werden quasi von allen Slawen bedroht und vor allem der griechische Norden, also das griechische Mazedonien. Irgendwie wurde bei diesem ganzen Diskurs nie richtig darüber reflektiert, dass auch die serbischen Brüder ja auch Slawen sind eigentlich. Und ich wollte nur fragen, ob man da in den 90er Jahren oder auch früher, hast du da gewisse Muster erkennen können, wie man mit diesem Problem in Anführungszeichen umgegangen ist, griechischerseits? Ja, vielen Dank. Also ich würde da ganz kurz verweisen auf die tolle Arbeit von Janis Zelepos, der auch meine Dissertationsforschung, die Grundlage dieses Buches darstellt, mitbetreut hat, der gerade über diese Ethnisierung der griechischen Nationalidentität schreibt. Und hier ist es spannend, also auch im 19. Jahrhundert war den Griechen klar, dass die Serben Slawen sind, aber sie sind mutige Slawen. Und sie sind im Gegensatz zu den Bulgaren, die sich nicht gegen die Osmanen aufgelehnt haben, sind die Serben sozusagen diejenigen, die es geschafft haben mit den serbischen Aufständen. Also die Ersten sozusagen, die den Osmanen Widerstand geleistet haben und somit auch einen Vorbildcharakter haben für den griechischen Unabhängigkeitskrieg. Und in dieser sozusagen in dieser Konstellation, also Serben als mutige und erfolgreiche Widerstandskämpfer gegen die Osmanen versus Bulgaren als diejenigen, die sozusagen uns hier in Makedonien das Territorium streitig machen und unzivilisiert sind,
kamen die Serben besser weg. So dass diese Slavizität in diesem Sinne erklärt werden konnte. Und dann natürlich durch den Umstand, den ich am Anfang erklärt hatte, mit dem Bruderverlust. Ja, also die Serben wurden ja sozusagen ihrer südslawischen Brüder verlustig. In diesem Sinne haben sie sozusagen selbst erlebt, dass diese panslawische Idee jetzt im südslawischen Raum keine gute war. Damit waren sie wieder auf griechischer sozusagen Linie. Ja. Danke. Nicole Immig, bitte. Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich habe mit großem Interesse dein Kapitel über den Ersten Weltkrieg gelesen. Und vielleicht, ich glaube, du musst etwas dazu sagen, also über die Kraft dieses Erinnerungsortes Erster Weltkrieg und vor allen Dingen der Insel Korfu. Was ich sehr spannend fand, war vor allen Dingen die Tatsache, dass sich serbische Teilnehmer von solchen touristischen Entdeckungsfahrten auch schon in den 70er Jahren dort auf Korfu selbst äußern konnten über den genuin serbischen Heroen, über das genuin serbische Heroentum. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, du musst etwas sagen über diese Kraft der Vergangenheit, speziell für die Lokalität der Insel, aber ja auch vor allen Dingen auch in den 2000er Jahren jetzt Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und diese griechisch-serbische Freundschaft. Ja, vielen Dank, Nicole. Jetzt ist es 17.45 Uhr, aber habe ich noch 2 Minuten? Ich versuche es. Also es ist ein Kapitel, das ich auch mit großer Freude geschrieben habe. Es ist in der Tat für mich immer noch überraschend und spannend zu sehen, also wie es im Grunde einem Veteranenverband und Nachkommen dieser Veteranen des Ersten Weltkrieges gelungen ist, Schritt für Schritt durch die Erinnerung an Korfu. Also Korfu war während der Jahre 1916, 1918 der Rückzugsort von 150.000 Serben, also der kompletten Führungsriege, Soldaten, die sich halt nach der österreichischen Offensive zurückgezogen haben über die albanischen Berge und dann evakuiert wurden auf diese Insel. Der Ort, wo sie sich regeneriert haben, um dann an die Saloniki-Front geschickt zu werden und von dort dann sozusagen mit den Briten und Franzosen als Siegermacht des Ersten Weltkrieges dann erschienen. Und Korfu hat in der Zwischenkriegszeit wurde in der Zwischenkriegszeit als Insel der Rettung und des Sieges präsentiert. Das wurde dann in der jugoslawischen Zeit durch den Partisanenmythos überlagert. Ja, und diese Erinnerung, die sozusagen eine Erinnerung an Serbien als Siegermacht, als das Serbien des Ersten Weltkrieges, wurde überlagert und fand keine Öffentlichkeit. Und nun gelang es also einem Veteranenverband hier schrittweise mit einer Handvoll hochbetagter Veteranen des Ersten Weltkrieges Schritt für Schritt hier Reisen anzubieten an diese Orte, nach Korfu und sozusagen diese Insel als griechisch-serbischen Erinnerungsort zu konstituieren. Und vielleicht kurz noch dazu, bereits in den 80er Jahren haben diese Akteure also angefangen, Städtepartnerschaften aufzubauen. Bis heute hat Korfu die größte Dichte an Städtepartnerschaften zwischen Griechenland und Serbien. Ein serbisches Museum, das immer noch in Funktion ist, sodass diese Insel heute also nicht nur der touristische Hotspot ist, aufgrund ihrer Naturschönheiten, davon kann sich jeder überzeugen, der mal da gewesen ist, sondern gerade als Ort, an dem diese Erinnerung an die siegreiche serbische Armee, die da im Ersten Weltkrieg das Land sozusagen zurückerobert hat und die anderen südslawischen Brüder sozusagen von den Fesseln Österreich-Ungarns befreit hat, die es ihnen aber nie gedankt haben. So, das ist so ein bisschen dieser Duktus, in dem es geht. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die auch Slobodan Milošević dann zu nutzen wusste. Und das ist der letzte Satz, als er nämlich im April 1991, kurz vor Beginn der Kriege,
nach Griechenland fuhr. Das war seine erste Staatsreise als Präsident der Sozialistischen Republik Serbien. Und er fuhr gerade nach Korfu und führte all jene ritualisierten Zeremonien durch mit Kranzwürfen und so weiter, die durch diesen Veteranenverband und andere Akteure bereits seit den 70er Jahren eigentlich Anwendung fanden. Ja. Gut, vielen Dank. Ich bekam schon den Hinweis, dass wir nicht überziehen sollten, weil die nächste GWZO-Buchpräsentation folgt direkt im Anschluss. Ich möchte mich sehr bei dir, Rosa, bedanken für die Vorstellung des Buches, bei Herrn Tröbst und auch bei allen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Ich kann abschließend nur dem Buch eine, im Griechischen heißt es, es soll Kalotaxido sein, also ich wünsche dem Buch eine gute Reise, möge es von vielen wahrgenommen werden und natürlich auch gelesen werden. Es ist wirklich sehr lesenswert und damit schließen wir jetzt diese Online-Veranstaltung in der Hoffnung, dass die nächste Buchpräsentation im kommenden Jahr oder die nächsten Buchpräsentationen wieder als Präsenzveranstaltungen stattfinden können und wir dann auch unsere Gäste am GWZO begrüßen dürfen. Vielen Dank an alle. Vielen Dank. Okay, danke. Tschüss. Tschüss.